Wir müssen also hier Gel platzieren. Okay, warte mal. Ah, scheiße. Sorry, habe ich nicht gesagt. Fuck, wie soll ich das jetzt machen? Ich muss da einen Gel platzieren, aber so schnell bin ich nie im Leben. Obwohl. So lange wie das braucht, könnte es. Es könnte reichen. Es könnte. Ich probiere es mal. So, warte, dann setzen wir hier den einen. Und blau ist der andere. Fuck! Ja, es hat fast funktioniert. Ah, leck mich. Trotzdem, war dann. Habe ich einen Würfel übersehen? Nee, habe ich eigentlich nicht. Denki. Ach, okay. Merke, ich muss blau setzen. Blau, Feuer. Also Gel, nicht Feuer, aber trotzdem. Whoop! Okay, orange. Fick dich, Alter. So, warte mal. Wir sind jetzt hier. Wir gehen durch. Müssen da blau setzen. Das wäre falsch gewesen. Kann ich ein Portal durch Portal schießen? Nee, ne? Nein, kann ich nicht. Okay, wie habe ich das gerade gemacht? How the fucking hell did I do that? Problem ist, wie komme ich da jetzt hoch? Ach, leck, ja, ich brauche das. Ich vermerke das mal in meiner Akte als nicht intelligent genug. Hust. Hätte man auch direkt drauf kommen können. Also, das ist das Problem, weißt du? Nicht denk erstmal nachgucken. Okay, das wäre so einfach, aber du willst es nicht. Und das ist okay so, weil du ein Sturkopf bist. So, und Speed! Yay! Oh, hat nicht gereicht. Es war nicht gut genug. Warte, was habe ich falsch gemacht? Ah ja, ich glaube, das ist zwar nicht so gut, aber ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Ich muss, okay, ja. Okay, merken, hier ist orange. So, wir wissen, wir kommen da noch nicht ganz hoch. Wir kommen da schon ganz, ach, fick dich. Ah, ohne Worte. Ladies, geht's dir gut? Ha? Alte Schrulle, was geht bei dir so? Sag an, was willst du? Was ich will, ist, ich will Dinge tun. Muss man auch mal tun dürfen. So, hier ist orange. Wie komme ich da hoch? Gar nicht. Doch, komme ich. Doch. Es ist gerade zu viel. 3,5 Stunden für mein Hirn, das packt's nicht. Das ist nicht gut. Also noch nicht 3,5 Stunden, aber fast. Und selbst dieses fast ist genug. So, warum ich hier Speed brauche, keine Ahnung. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. So, ich komme da nicht hoch, ne? Das ist noch ein bisschen zu hoch für mich, ja. Ich verstehe wieder mal. Ich glaube, diesmal brauche ich ein bisschen Speed, aber in die andere Richtung. Feuer. Ja. Und dann geht die Tür für eine bestimmte... Okay, hab's. Hab's. Und tschüss. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Richtige Einstellung. Ja, gar nicht hetzen, sondern einen Gang runterschalten. 1972. Wir schreiten scheinbar in der Zeit voran. Oder was anderes.
So. Wir müssen Gel platzieren. Das war, glaube ich, nicht so optimal. Nur eine vage Vermutung. Aber ich erinnere mich an die Testkammer, die war, glaube ich, ziemlich abgefuckt. Okay, so, warte mal. Blau, orange. Kommt jetzt auch blaues Gel raus? So, wenn ich den Knopf drücke schon. So, jetzt dürfen wir nicht Gel kombinieren. Wir sehen es hier. Also, hier ist Renngel, hier ist Springgel und wir können... Wow! Suizid auf kreative Weise. Fick dich, Alter. Wieder mal. Ja, ja, ja. So, also nochmal. Blaues Gel hier auf den Boden. Das war falsch rum, aber egal. So, dann. Halt, da, oranges geht hier hin. Ich darf das Blaue gleich nochmal platzieren, aber egal. Held des Tages. So, blau, orange, Feuer. Jetzt gehen wir es ganz ruhig hin. Keine Portale setzen, erstmal nur springen. Nicht mehr, nicht mehr und nicht weniger. Genau, jetzt ist das Ding da drüben. Und wir können jetzt praktisch so durch die Wand durchspringen an sich. Wenn ich treffe. Ich treffe nicht. Fick dich, meine Güte. So. Blau. Und orange. Damit können wir wieder hier rüber. Genau. Genau durchs Blaue können wir dann springen. Das war mein Fehler. Klar, vor dem Orangen waren Gitter gerade. Wie soll man da durchkommen? Na schlau. Zack, hallo. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Cave Johnson, Gründer von Aperture Science. Oh, Old School Aperture Logo. Noch geiler. Ich dachte, das vorher war schon geil. Ich hatte recht und es wurde doch getoppt. So. Mal schauen, was ich in 20 Minuten noch so gebacken bekomme. Wenn ihr weitere $60 verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch $120 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Danke! So, jetzt haben wir einen kleinen Gel-Austausch. Das ist frohe Gel-Farbenwunder. Ne, trotzdem. Es wird wieder kompliziert. Problem ist, je größer der Raum, desto komplizierter ist es alles. Ist ja logisch, aber dafür nicht minder unschön. Okay, hier können wir hin. Da oben wollen wir hin. Heißt, wir müssen wahrscheinlich von hier so abspringen. Können wir mal dahinter schauen, wenn es geht. Jawohl, geht. Genau, wir würden dann hier irgendwie lang und springen und weh! Prinzip ist klar. Also erst hoppla. Alter, ich hab doch blau gesetzt da. Meine Güte. Also erstmal ein bisschen die Strecke hier erkunden. Und dann schauen wir weiter. Da ist eine Beschleunigungsstrecke. Da. Beschleunigungsstrecke führt dann in ein Portal führen und wir können uns irgendwohin abschießen. Jetzt muss ich das Ding hier runterlassen. Wie das geht, weiß ich noch nicht. Aber wir probieren es mal. Obwohl, ich könnte es ja so probieren. Wenn es geht, wenn ich weit genug komme. Ah, okay. Okay. Try and Error Prinzip. Da oben muss blaues Gel drauf. Blau. Autsch. Blau bitte. Danke. Warum müssen sich Portale auch von Metall aufhalten lassen? Ich finde es total unsinnig.
Ich finde es nicht gut. So, Portale platzieren, die uns nicht stören. Ich sag da nichts zu und Feuer. Boing. Hallo Würfel. Also so fett bin ich auch nicht, dass es hier alles so zusammenbricht, bitte. Komm schon, ey. Ich finde es diskriminierend. Nur weil ich adipös bin. So, hier war auch irgendwo ein Schalter. Nicht nur irgendwo, da war ein Schalter. So, dann haben wir das. Jetzt haben wir eine Portalfläche nach oben und alles andere ist obligatorisch. Ich lasse das lieber. Es kommt zu komisch rüber. So, dann gehen wir erstmal zurück auf Null. Wir sind wieder hier. Wir wollen nach da drüben. Und haben keine Ahnung, wie zur Hölle. Was ich nicht... Ach! Doch! Es könnte gehen. Setz ein Portal, du Spasti. Spasti-Kind, ey. Okay. Ich würde dann hier wahrscheinlich Anlauf nehmen, da springen und drüber. Die Frage ist, wie kriege ich da Gel hin? Das ist noch die einzige Frage, die zu klären bleibt. Die einzige Frage, die zu klären bleibt. Nö. Also da muss Sprung gehen hin, da muss auch Sprung gehen hin. Die Frage ist, habe ich irgendwas, wo ich hier Sprung gehen platzieren kann? Irgendeine Schräge oder so? Ich bin gerade voll im Rätsel und ich spreche alle meine Gedanken aus Modus, aber muss auch mal sein. Ist gar nicht mal so einfach. Was bringt mir diese Fläche hier zum Beispiel? Ich meine, die ist schön, aber... Ja, nee. Not so gut. Warte mal, habe ich da jetzt Geld platziert hinten? Ja. Also ich würde, wenn ich hier abspringe... Oder hier muss was Oranges hin, das könnte auch sein. Die Frage ist, wofür ist das Portal hier? Was bringt mir dieses Portal? Also diese Portalfläche meine ich natürlich, Entschuldigung. Halt, da war... Nee, Moment. Nein. Sorry, verguckt. Kann ich da oben hin? Nein. Bringt mir also auch nichts. Nase? Entschuldigung. Zu viele Portalflächen und zu wenig Nutzen, das ist gerade mal das Problem. Ich denke wahrscheinlich falsch. Mal ganz anders denken. Da muss oranges Gel und da blaues. Ich verstehe. Wir müssen erst das blaue draufsetzen. Das machen wir, indem wir hier was hinsetzen. So, dann kommt hier blau. Da ist diese Fläche blau, das ist gut. Und wir können nach drüben zurück. Dann machen wir die Fläche noch orange und haben gewonnen. Genau. Reicht nicht, nein! Ah! Mist! So, und die Frage, hätte der Blau hingemusst oder hätten wir mehr Anlauf gebraucht? Also mehr Anlauf wäre möglich gewesen.